Guten Morgen! Heute ein Thema, was mir schon lange auf der Zunge brennt und ich nun endlich mal in einem Video verarbeiten kann. Auch ist mir bewusst, dass die Meinung, die ich euch jetzt hier präsentieren werde, auf keine allzu große Gegenliebe stößt. Aber dieser Kanal, da steht nicht für das Bilden einer homogenen Masse, wo alle Ja und Amen schreien und sich gegenseitig feiern, wie toll wir doch sind und wie böse die anderen sind. Dieser Kanal steht, solange ich ihn betreibe, für das ehrliche und bewusste Auseinandersetzen mit Themen. Während andere Kanäle und auch viele Kommentierende immer auf die Abonnentenzahlen schauen, als ob wir hier bei YouTube in einem Spiel sind, wo man die meisten Punkte erreichen muss, schaue ich auf einen ganz klaren Anspruch, den ich mit diesem Kanal habe. Bewusstheit zu schaffen, wo ja, eine unreflektierte Massendynamik existiert. Und beim Thema Politik und Politiker schalten die Mehrzahl der Menschen ihre Bewusstheit aus und fangen an, rumzupöbeln, rumzumeckern und die Schuld von sich zu schieben. Ohne auch sich nur einmal grundlegende Zusammenhänge vor Augen zu halten und ernsthaft darüber nachzudenken, wie ein derartiger Stumpfsinn sich auf die Gesellschaft auswirkt. Und nochmal, das hier ist in erster Linie kein Protestkanal, wo einfach nur die niedrigsten Instinkte der Gesellschaft bedient werden, um à la Bild-Zeitung den höchsten monetären Erfolg anzustreben, sondern ich habe den Anspruch, differenziert Themen aus Blickwinkeln zu beleuchten, die im Automatenmodus, in dem jeder von euch, jeder den Großteil seines Tages verbringt, nicht sichtbar sind. Politiker, das sind doch diese machthungrigen und elitären Bonzen, die dafür sorgen, dass bestehende Strukturen nicht eingerissen werden können und sich auf Kosten des Steuerzahlers ein reiches Leben in der Südsee machen. Etwas überspitzt formuliert ist es doch bei sehr vielen im Kopf nicht weit davon entfernt. Mit der Realität hat dieses Bild sehr wenig zu tun. Womit diese Einstellungen in den Köpfen der Menschen jedoch sehr viel zu tun haben, das ist die Opferrolle, in der sich ein Mensch nur allzu gerne suhlt. Ganz zu Beginn möchte ich darauf hinweisen, dass ich Kommentare, die das grundlegende Prinzip der Demokratie in Frage stellen und der Meinung sind, dass die Wahlen in Deutschland manipuliert worden sind und wir nicht dafür verantwortlich sind, wer in Deutschland an der Macht ist, heute und auch in Zukunft nicht mehr beantworten werde. Der Grund ist einfach, dass ich zum einen zu den Verschwörungstheorien schon sehr, sehr oft Stellung genommen habe und meine Meinung gepostet habe. Und ich auch kein Bedürfnis habe, diese angsterfüllten Menschen auf der Suche nach weiterem Schmerz, indem ich ihnen den Spiegel vorhalte, auch noch zu unterstützen. Also, der erste Punkt ist, wir, und damit meine ich die Gesellschaft, haben jeden Politiker per Kreuz an der Wahlurne direkt oder indirekt über die Partei gewählt. Jeder Mensch in Deutschland kann Politiker werden und sich eben auch zur Wahl stellen. Wir bestimmen also, wie die Politik handelt. Dabei muss man beachten, dass wir keine einzelnen Entscheidungen bestimmen, sondern wir wählen eine Partei, die ihrerseits einen Konsens aus vielen Ansichten und Meinungen zusammenführt und auch darstellt. Ein System der direkten Demokratie bei allen Entscheidungen gibt es in keinem Land der Erde, weil dies aufgrund der Größe und der Umsetzbarkeit derzeit Utopie ist. Es gibt einige Entscheidungen, die sozusagen direkt abgestimmt werden, per Volksentscheid, aber nicht jede. Das heißt, wir wählen grundsätzlich keine einzelnen Entscheidungen, sondern eine Partei, die Grundrichtung der Summe der Entscheidung im aktuellen Parteiprogramm niedergeschrieben hat. Wenn wir uns nun darüber aufregen, wie schlecht die Politik im Lande ist, so haben wir nach 4 Jahren die Möglichkeit, einfach die machthabenden Parteien nicht mehr zu wählen. Das bedeutet, wenn 2017 die deutsche Gesellschaft der Meinung ist, die CDU und die SPD hätten eine schlechte Politik gemacht, würden sie einfach nicht mehr gewählt werden. Aber wir müssen keine Propheten sein, um zu wissen, dass dies nicht passieren wird. Denn nochmal, die Politik ist nicht nur die Außenpolitik oder die Wirtschaftspolitik oder die Erziehungspolitik und so weiter. Die Politik ist ein Konsens, sowohl ideologisch als auch disziplinübergreifend. Wir wählen den bestmöglichen Konsens und der wird nahezu immer nicht in allen Punkten zufriedenstellend sein. Und wenn ein Mensch über die Politik meckern will, dann findet jeder von euch Ansatzpunkte, dies zu tun. Also sich über einen der vielen Punkte einer generellen Politik sich aufzuregen und dann davon zu sprechen, wie schlecht die Politik ist.
Und dann wird eben direkt auf diejenigen referiert, die die Politik bestreiten, die Politiker. Und das besonders Irritierende, irritierend im Sinne, wenn man der Annahme einer Grundintelligenz bei der Mehrzahl der Menschen folgt, ist, dass der Unmut sich auf einzelne Personen beschränkt, wie zum Beispiel Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Politiker in Deutschland sind nichts ohne ihre Partei. Und die Kleingeistigkeit der Menschen sorgt eben dafür, dass solche in meinen Augen rückständige und die geistige Evolution hemmende Parteien wie die CDU immer wieder gewählt werden, weil der Fokus auf die einzelnen Politiker fällt und nicht die Partei als solches. Die CDU und die SPD, das ist das Problem. Wenn man mit der derzeitigen Politik unzufrieden ist und nicht ein Sigmar Gabriel oder eine Angela Merkel, die sind nicht das Problem. Das nur mal dazu. Dann, wenn seit Jahrzehnten die Menschen immer wieder die CDU und die SPD in den Bundestag wählen, dann bedeutet es, dass der Großteil der Menschen zufrieden mit der Politik ist oder zumindest das kleinstmögliche Übel gewählt haben. Das muss man noch einmal akzeptieren. Genauso wie man akzeptieren muss, dass in Deutschland das Ausnutzen von Tieren von der Masse der Gesellschaft erwünscht ist. Eine Gesellschaft ist nun mal eine breite Masse an Ideologien und Vorstellungen von richtig und falsch. Wenn ihr euch entscheidet, in so einer Gesellschaft zu leben und die Wahl habt ihr jeden Tag, dann kann man sich nicht einerseits hinstellen und rummaulen und rumheulen, wie scheiße alles ist, und andererseits nicht anerkennen, dass man zur Minderheit gehört, wenn denn der Konsens in einer Richtung sich gestaltet hat, mit der man nicht einverstanden ist. Wie ich die Situation sehe, da ich mich genau wie die meisten Menschen von keiner Partei zu 100% vertreten fühle, ist so, dass ich eben versuche die Gesellschaft zu verändern, indem ich die Menschen der Gesellschaft verändere. Da ich eben anerkenne, dass die Mehrzahl der Menschen höchst zufrieden mit der Politik der beiden großen Parteien sind. Nicht mehr ganz so dominant wie vor 10 Jahren, aber wenn heute Bundestagswahl wäre, da würde SPD und CDU wieder über 50% der Deutschen wählen. Das muss man einfach akzeptieren. Diese beiden Parteien machen die zufriedenstellendste Politik in den Augen der Gesellschaft, weil sie werden gewählt zu über 50%. Das muss man auch einfach mal akzeptieren und nicht darüber lamentieren. Aber die Unzufriedenheit über die meiner Empfindung nach offensichtlich desaströse Menschen- und tierverachtende Politik der beiden großen Parteien, sie wird immer größer. Das merken wir auch. Sie verlieren ja konstant immer mehr an Boden gegenüber den kleinen Parteien. Und auch das muss man konstatieren. So eine Umwälzung der Ideologien, in welche Richtung auch immer, und eine Änderung auf der politischen Landkarte, das dauert eben Zeit. Und wenn sich dann irgendwelche Pappnasen hinstellen und ihre Opferhaltung noch manifestieren mit Aufrufen, dass man gar nicht mehr wählen sollte, was letztlich auch eine Wahl, eine Entscheidung ist, nämlich dafür, seine Verantwortung auf die Gesellschaft zu übertragen, dann verzögert es die geistige Evolution natürlich genauso, wie wenn aktuelle Krisensituationen zu Panikwahlen führen, wo man wie die AfD derzeit keinen Konsens mehr wählt, sondern eine ganz spezielle Entscheidung. Aber gar nicht weiß, wie der Konsens in allen anderen Fragen aussieht. Das sorgt dann gepaart damit, dass die Massenmedien aufgrund hoher Auftragszahlen auch immer das aktuelle Mindset bedienen. Das führt eben dazu, dass dieser Prozess einer Änderung der Politik eben sehr, sehr lange braucht. Aber anstatt quasi rumzuheulen und sich darüber aufzuregen, wie die Masse der Gesellschaft handelt, kann man selber handeln und seinen Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft sich ändert. Indem man die Gesellschaft ändert. Und natürlich auch weiter die Partei wählt, die irgendwie am ehesten seinen eigenen Überzeugungen entspricht oder das kleinste Übel eben ist, weil man eben dann gegen eine andere Partei wählt mit seiner Wahl. Und dann noch ein Wort zur Arbeit als Politiker und dem Wunsch, sich für die Menschen und deren Wünsche einzusetzen. Wenn du ständig kritisiert und ständig angepflaumt wirst und dafür im Gegensatz zur Wirtschaft ein lächerlich niedriges Gehalt kassierst, ich selber habe 2 Jahre lang mit ein paar täglichen Mausklicks monatlich mehr verdient als unsere Bundeskanzlerin, dann sinkt natürlich die Arbeitsmoral und auch der Idealismus und man wandelt sich in einen Menschen, der einfach nur noch seine eigenen Schäfchen ins Trockene bringen und möglichst nirgendwo anecken möchte. Wollt ihr von solchen Personen regiert werden? Ich nicht. Und deswegen arbeite ich dafür, dass die Politiker respektiert und geachtet werden als Interessenvertretung unserer Gesellschaft. Und ich arbeite genauso für einen SPD-Politiker wie einen AfD-Politiker, einen linken Politiker oder eben einen CDU-Politiker. Politik ist natürlich immer ein kritischer Diskurs und das muss es auch sein.
Aber da ist es für mich persönlich auch genauso beschämend, mit welcher Arroganz und Feindseligkeit im Bundestag debattiert wird. Das Grundsystem der parlamentarischen Demokratie ist ein gutes System, aber es wird durch uns Menschen, nur durch uns Menschen, durch die Gesellschaft pervertiert. Vom Wähler bis zur Bundeskanzlerin ist noch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, dieses System eines Konsenses, der eben nie zur kompletten Zufriedenheit des Einzelnen führen kann, mit Respekt, mit Toleranz und mit Akzeptanz auszufüllen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.